Komm. Gib mir den Controller. Nein, ich bin immer noch dran, du Idiot. Ich bin dran, Trottel. Hey. Keine Videospiele vor den Hausaufgaben. Andrew, Simone, was ist los? Fupsgesicht hat den Controller genommen. Der Fußpilz teilt nicht. Okay, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang, wenn du deine Schwester Fupsgesicht nennst oder wenn du deinen Bruder Pilzkopf nennst. Das ist Family. Aber Freunde, dieses Kind wird von der Mutter anscheinend in die Militärschule zur Bundeswehr irgend so etwas geschickt. Was es damit aber auf sich hat, schauen wir jetzt an. Eine Beschimpfungen. Und ihr wisst, was ich über das Streiten gesagt habe. Ich werde es in eine Kiste sperren und den Schlüssel wegwerfen. Nein! Dann hört auf. Nora ist hier und wir wollen nicht, dass sie am ersten Tag das Handtuch schmeißt. Ich hoffe, sie tut's. Sie schafft's eh nicht bis zum Ende des Tages. Leute. Das mit den beiden tut mir leid. Aber hoffentlich kündigen sie nicht, denn sie sind der fünfte Babysitter in 2 Wochen Sommerferien. Oh mein Gott, okay. Also das ist die Babysitterin, Nova oder wie die hieß. Und die Kinder wetten jetzt schon, dass sie es nicht bis zum Ende vom Tag schafft. Also das werden 2 Rabauken sein. Das wird aber, oh Mann, die Nova, die freut sich. Guckt euch das mal an, Digga. Die denkt sich so, oh Mann, Alter, wieso habe ich nicht was anderes studiert, ey? Das wird schon werden. Schönen Tag bei der Arbeit und bis später. Danke, Nora. Gerne. Viel Glück. Ruf an, wenn du mich brauchst. Okay. Seid brav, Kinder. Oh. Alles klar, Leute. Zeit für die Hausaufgaben, richtig? Easy. Leute, habt ihr mich gehört? Eure Mutter hat gesagt, keine Videospiele bis nach den Hausaufgaben. Ja, Stichwort Mutter. Wir hören nur auf sie. Ja, nicht auf sie. Lass uns nicht auf dem falschen Fuß anfangen. Kann ich den Controller haben? Nee. Ich meine, sobald die Hausaufgaben gemacht sind, könnt ihr spielen. Ja, komm halt. Ihr wollt spielen? Du hast recht. Okay. Hey, gib mir den Controller. Andrew. Ich meine bloß, wenn ihr... Ja, okay. Bro, irgendwie ist es schon funny, wenn da so eine verdammte Babysitterin kommt und die Babysitterin kann innerhalb von 2 Sekunden nichts machen. Oder die Trollen, die pranken, die werfen da rum, machen Dance-Moves. Finde ich lustig, muss ich ehrlich sagen. Gerade bin ich Teamkinder. Ist lustig. Huch. Was denn jetzt passiert? Freunde, ihr alle liebt doch Tiere. Und junge Baby liebe ich Katzen. Und jeder, der Katzen genauso liebt wie ich, hat bestimmt auch schon mal von Felix gehört. Marco Fazzo! Da lohnt es sich aber auch direkt eine Katze zu sein, denn jetzt gibt es auch die Felix köstlichen Scheiben. Die Felix köstlichen Scheiben ist eine Katzennassnahrung mit perfekt dampfgegarten Scheiben, einem hohen Proteingehalt und köstlichem Gelee. Oh Baby, ich muss das direkt mal rein da, Alter. Ihr seht schon, in meiner Packung waren jetzt 2 verschiedene Sorten. Ich habe hier einmal Chicken und einmal noch Beef. Nur das Beste für die Katze. Und ihr drüben haben wir dann, wie gesagt, noch den Lachs und den Thunfisch. Highlight ist, wie gesagt, dass das Ganze dampfgegart ist, unwiderstehlich für Katzen und hat zusätzlich einfach einen super hohen Proteingehalt. Da kann man nur sagen, it's great to be a cat. Und diese Kampagne gibt es aktuell auch von Felix. Und die Kampagne ist noch mit was Coolem verbunden. Und zwar, wenn ihr euch für das Produkt entscheidet und da zum Beispiel mal einen Probierkauf macht, dann gibt es dabei auch eine coole Cashback-Aktion, wo ihr bis zu 5 Euro Cashback einfach so auf euren Kauf bekommt. Also Freunde, worauf wartet ihr? Wenn ihr eurer Katze was Gutes tun wollt und eure Katze mal ein bisschen verwöhnen möchtet, dann checkt, wie gesagt, die Felix-Produkte ab. Eure Katze wird euch dafür abküssen. Simone, Andrew! Spaghetti ist anscheinend euer Lieblingsessen. Glücklicherweise ist das auch meine Spezialität. Wir essen keine Spaghetti. Ja, aber wir essen... Eiscreme. Nein. Eure Mutter hat darauf gepocht, kein Eis vor dem Essen. Wie wär's, wenn ihr eure Spaghetti esst und danach gibt's Eis? Wie hört sich das an? Nicht gut. Was? Schrecklich. Oh, chill mal dein Attitude da hinten, Alter. Amanda, oder wie die heißt, Alter. Nicht gut. Mutter, was für nicht gut. Die Spaghetti sehen bellamissimo aus. Superklasse von Nora gemacht. Ich liebe Nora. Super Spaghetti. Beziehungsweise, also ich würde sie probieren. Vielleicht schmecken sie ja wirklich nicht gut. Dann sorry, Nora, aber dann kochst du halt Kacka-Spaghetti. Die sind nicht lecker, aber würdest du zumindest mal probieren? Oh, hey. Pack's weg, bitte. Ich will nicht eure Mutter anrufen müssen. Natürlich, die Mama-Drohung. Regeln befolgen macht nicht immer Spaß. Sie ist so lame. Spielverderberin. Ups. Ich habe aus Versehen meine Spaghetti fallen lassen. Macht nichts. Ich mach's sauber. Okay. Hier ist ein bisschen mehr für dich. Guten Appetit. Oh nein, Bro. Oh nö. Nora, ich habe meine Spaghetti auch aus Versehen verschüttet. Okay, wenn das die 2 bei mir gemacht hätten, ich sag's, wie es ist. Mir ist egal, wenn ich Babysitter bin, wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich spiel Baseball. Verdammt nochmal, Spaghetti-Ball.
Nimm die Spaghetti! Friss die Spaghetti! In dein Gesicht! Verdammt nochmal! Alles grün in dein Gesicht! Und jetzt nimm den ganzen Topf hier und schmeiß den in dein... Spaß, würde ich nie machen. Bin gerade ein bisschen zu sehr in die Rolle gestippt, oder? Bei mir wird's wohl nie Spaghetti geben. Okay. Ach, scheint wohl ein tollpatschiger Tag zu sein. Zum Glück habe ich genug gemacht. Also, wie wäre es, wenn ihr das aufesst? Und dann gibt es Eis. Mach's nicht nochmal. Ups. Tollpatschiger Tag, wie sie gesagt haben. Putzzeug ist unter der Spüle. Wie sie gesagt haben. Das tut mir so leid und ich fühle mich schrecklich. Behalten ja, Sie da kannst du dich wirklich schrecklich fühlen. Ich weiß nicht, wie du deine Kinder großgezogen hast, aber verdammt nochmal, da wird's wirklich Zeit für die Bundeswehr und die Militärschule. Das ist ja, Alter, die zwei Kinder sind ja, also sowas habe ich ja noch nie erlebt. Junge, Alter, das kannst du doch nicht machen, Alter. Lebensmittelverschwendung vom Feinsten und dann auch noch so Respektlosität des Todes, Alter, was? Sie den Rest. Also, bis morgen? Nein, die brauchen keinen Babysitter. Die brauchen einen Militärgeneral. Ich kann's nicht glauben. Was habt ihr dazu zu sagen? Nicht unsere Schuld, dass sie ihren Job nicht machen können. Ja, vielleicht findest du einfach einen besseren Babysitter. 5 Babysitter und alle waren schlecht? Nora war die netteste von allen. Ihr solltet schätzen, was ihr habt. Wenn's weg ist, werdet ihr's vermissen. Wie auch immer. Ich gehe in mein Zimmer. Ich auch. Moment mal, nein. Komm zurück, wir sind hier noch nicht fertig. Mach nicht die Tür zu. Ich meine... Vielleicht hatte Nora recht. Sie brauchen keinen Babysitter. Sie brauchen... Oh, ich spüre da etwas. Ich glaube, jetzt wird's spicy. Oh, Baby, Alter, kommt da etwa jetzt der verdammte Militärgeneral, Alter, und haut ihm eins auf die Rübe. Jetzt kommt's. Na, Kinder. Seid ihr bereit für euren neuen Babysitter? Cool. Frischfleisch. Ich gebe dieser Person 4 Stunden. Pow. Das werden wir sehen. Kommen Sie rein, General. General. Oh, oh. Sind das die Zielpersonen? Mhm. Ich bin Aaron. Aber für euch heißt das General Aaron, verstanden? Ja. Ist das klar? Ja. Das heißt ja wohl, General. Ich kann euch nicht hören. Jawohl, General. Oh, damn. Na, ihr seid in guten Händen hier. Ich sehe euch später. Warte, oh. Mama. Nein. Du willst uns mit dem allein lassen? Ja, na klar. Ciao. Ja. Also könnt ihr euch noch erinnern, wie ich da vorhin die Spaghetti geworfen habe, Bruder? Der macht das gleich wirklich. Der donnert die Spaghetti ins Gesicht, Junge. Alter, what? Aber um 09 Uhr gibt's Hausaufgaben. Das ist in 4 Minuten und 13 Sekunden. Wir haben keine Hausaufgaben. Das ist negativ. Ich habe Lehrer der Wiley Middle School kontaktiert. Die Zielpersonen haben Hausaufgaben in den Fächern Geschichte, Mathe, Chemie. Tja, ich mach sie nicht. Ja. Ich auch nicht. Ich spiele Videospiele. Peace. Warum hat unsere PS5 ein Schloss? Ich bin ein ausgebildeter Militärgeneral. Sie wird nach Abschluss der Hausaufgaben und nach dem Essen freigelassen. Das ist doch lächerlich. Sie können nicht einfach unsere PS5 anketten. Ja, der letzte Babysitter würde das nie tun. Ich bin nicht Sie. Wenn ihr nicht gehorcht, verliert ihr den Schlüssel vielleicht für immer. Nein, 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 nein. Dann Bewegung. Letzte Chance. 5, 4, 3. Okay, okay. Wir tun es ja. Okay, wenn ich einer von den zwei gewesen wäre, ich hätte gesagt, bitte schluck den Schlüssel. Ich will sehen, wie du das machst, Bruder. Und dann will ich sehen, wie du Kaka irgendwann machst und dann den wieder für uns rausfischt, weil das ist unsere PS5 und du kannst nicht einfach so den Schlüssel schlucken und uns nie wieder spielen lassen. Ich hätte absolut durchgezogen. Ich hätte gesagt, jetzt mach mal. Hätte mich hingesetzt mit Kino, Popcorn, hätte gesagt, okay, let's go. Bohnen, oh mein Gott. Wir sollen das essen? Bohnen sind perfekt für Kinder, die keine Regeln befolgen. Nö, nein. Ich esse das auf keinen Fall. Niemals. Ich hole mir Eis. Darauf habe ich jetzt Lust. Was? Es ist leer? Hä? Aber wo ist das ganze Essen? Es wurde beschlagnahmt. Das Einzige im Haus sind Bohnen. Was? Wir können nicht nur Bohnen essen. Das ist unmenschlich. Genau.
Bei Nora gab's nicht nur Bohnen. Ja, bei ihr gab's Spaghetti. Können wir das haben? Warum habt ihr es denn einfach auf den Boden geworfen? Merkt ihr jetzt schon das Sprichwort von vorhin? Das ist die wichtigste Lektion im Leben. Sobald du etwas nicht mehr hast, fängst du an, es zu schätzen. Bei denen ging es so gut, bei den anderen konnten die machen, was sie wollen. Spaghetti hier und da haben das runtergeschmissen. Jetzt auf einmal, weil es was Schlechteres als Spaghetti gibt, wollen die Spaghetti haben. Ja? Deswegen, haltet das auch im Kopf, okay? Seid immer, schätzt immer das, was ihr gerade aktuell habt. Ja, andere würden dafür schon gefühlt töten. Und damit ihr es wisst, wenn Bohnen auf dem Boden landen, gibt es nichts anderes. Weil ihr auf dem Boden essen werdet. Ist das klar? Ich kann euch nicht hören. Fein. Ja. Wie bitte? Wollt ihr das nochmal versuchen? Okay, jawohl, General. Gut. Ich bin gleich wieder da. Und wenn ich zurückkomme, will ich paar leere Schüsseln sehen. Damn, Digga. Ich esse das nicht. Was soll er schon machen, wenn wir nicht hören? Ich glaube, er redet nur. Okay. Also, was ist der Plan? Ich schmeiß es in den Müll. Er wird's nicht checken. Wow. Einen Moment mal. Bist du sicher, dass das klappt? Was ist die Alternative? Aufzuessen? Das ist schlimmer als der Tod. Du hast nicht Unrecht. Ja. Okay, das ist schon krass, dass sie sich das trauen. Also ich als Kind, ich hätte mich eingekackt. Ich hätte eine Windel angezogen, hätte die voll gemacht und hätte den Typen nach einer neuen Windel gefragt und ob er mir meine jetzige Windel wechseln kann. Das wäre mein Plan to go gewesen. Ich hätte die Bohnen weggefetzt wie nochmal was. Ich habe gesagt, dass es funktioniert. Was macht ihr? Wir haben aufgegessen. Ja, können wir jetzt Videospiele spielen? Da ihr eure Hausaufgaben gemacht und euer Essen aufgegessen habt, gibt's 5 Minuten Videospiele. Was, 5 Minuten? So schnell fährt's nicht mal hoch. Nora hat uns 1 Stunde spielen lassen. Soll ich meine Meinung ändern? Bitte gucken in den Müll. Bitte. Diese kleinen Belger. Entweder Liegestütze oder du isst Bohnen. Was soll's sein, Junge? Okay, yo, Bro. Das kannst du nicht machen. Yo, Alter, das ist ja eine Madness, dieses Video. Maboy, Alter, die hinten isst die Bohnen mit zugehaltener Nase und stopft die sich irgendwie rein. Und der Dude muss qualvoll Liegestützen machen. Alter Schwede, lass das mal jemand in echt machen. Bruder, da flattern die Anzeigen gefühlt von den Kindern rein an die Eltern. Also, Wonder. Vertrau mir, die Bohnen sind schlimmer. Ich hasse die Auswahl. Hey Leute, Mama! Mama! Komm weg da! Gott sei Dank! Mama! Gott sei Dank bist du zu Hause. Bitte lass uns nicht nochmal mit ihm allein. Dieser Mann ließ uns Liegestütze machen, Bohnen essen und kettete unsere PS5 an. Aber habt ihr eure Hausaufgaben fertig? Ja. Und habt ihr aufgegessen? Ja. Klingt so, als wäre er der beste Sitter bisher. General Aaron, würden Sie morgen zurückkommen? Nein, bitte, bring uns Nora zurück. Ja, wir werden auf alles hören, was sie sagt. Wir wollen sie als Babysitter. Ich weiß nicht, ob Nora nach all dem zurückkommen will. Was meinen Sie, General Aaron? Ich kann sie ja gerne mal fragen. Was? Sie kennen Nora? Wie sonst bekomme ich so einen Job? Nora ist meine beste Freundin. Soll das heißen, das war alles Fake? Das ist richtig, Kinder. Nora! Hallo, Kinder. Okay, weiß ich jetzt nicht so, ob die dann hinrennen und sagen, Nora, oh, danke, dass du uns reingelegt hast und wir den ganzen Tag fake nicht Playstation spielen durften und Bohnen essen mussten und Liegestützen machen. Danke, Nora, du bist die Beste. Weiß ich nicht. Oh, ihr behandelt mich ganz anders als das letzte Mal. Ja, wir wollen dich nie wieder als Babysitter verlieren. Ja, ich schätze, du hattest recht, Mama. Wir sollten wirklich schätzen, was wir haben. Ja, weil wenn's weg ist, werden wir es vermissen. Ich versteh's jetzt. Das freut mich zu hören. Nora, vielen Dank fürs Zurückkommen und für die Idee, General Aaron hinzuzuziehen. Gern geschehen. Ich dachte mir, es würde funktionieren. Mhm. Nun, Kinder, ich hab Bohnen. Wer hat Hunger? Ja, meine Damen und Herren, was lernen wir daraus? Bohnen schmecken Kindern nicht. Verdammt nochmal, und du musst pupsen davon. Schätzt das, was ihr habt, denn wenn ihr es nicht mehr habt, dann schätzt ihr es auf jeden Fall, okay? Deswegen immer dankbar sein für das, was man hat, Freunde. Immer positiv bleiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann sehen wir uns morgen oder übermorgen wieder beim nächsten Video. Bis dann, ciao!